Hallo und herzlich willkommen, meine liebe CK-Crew, hier ist euer Commander Keule und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo zu diesem nicen Freaky Friday, was natürlich gleich wieder beinhaltet, Factsheet Friday, Leute, genau, es gibt neue Factsheets zum LS19, wer hätte das gedacht, auch diesen Freitag werden wir wieder versorgt und zwar mit 41 bis 45 und die gucken wir uns natürlich jetzt direkt mal an. So, die Nummer 1. Was haben wir denn hier? Einen schönen Mähdrescher von der Marke John Deere. Na klar, John Deere ist mit dabei, Leute. Wie geil ist das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich freue mich mega auf John Deere. Viel cooler, als ich gedacht hätte, dass das mit drin ist. Ja, was haben wir hier? Leute, kommen wir mal zum Ernsten des Tages. Und zwar haben wir hier den John Deere T560 Mähdrescher für 285.000 Euro. Mega cool. Mega geil. Sieht schick, schnucklig aus. Was passt denn rein? 10.000 Liter, also kleine Ausführung. Ein kleiner Mähdrescher. Soll uns aber nicht davon abhalten, den auf irgendeiner Map, die vielleicht ein bisschen kleiner ist, auch mal zum Einsatz zu bringen. Genau, wir können das Wheel-Setup ändern. Also das Reifen-Setup können wir ändern. Den Reifenhersteller ist das, glaube ich, immer noch. Dann haben wir hier Standardreifen, Breitreifen und Crawl-Track. Für alle, die da nichts mit anfangen können. Crawl-Track ist natürlich ein Bandlauf, ja, also schön hier so kettentriebmäßig sind wir mit dem Teil unterwegs, richtig, richtig cool. Und passend dazu haben wir hier für normale Erntegut, so wie Hafer, Weizen, Sojabohnen, Gerste und so weiter. Das Schneidwerk mit drin, das 625X für 49.500 Euro. 7,6 Meter Arbeitsbreite ist gar nicht so klein für nur 10.000 Liter, die da reinpassen. Finde ich aber gut, die Kombi passt, macht bestimmt Riesenspaß damit zu arbeiten. Und wenn wir schon mal dabei sind, Leute, machen wir natürlich gleich weiter und zwar mit einem weiteren John Deere Mähdrescher mit dem S790. Das Ding, das kostet einfach mal 390.000 Euro, da passen wenigstens 14.100 Liter rein, also eine Nummer größer. Wir können hier natürlich auch die Reifen ändern, wir sehen es ja auch schon auf dem Bild. Wir haben hier einmal die Standardbereifung, die wir wählen können, wir haben hier Breitreifen, die wir wählen können, natürlich auch wieder den Crawler Track, also Bandlaufwerk und was hier dazu kommt, sind die Doppelbereifung, die sehen wir auch vorne drin, haben wir Doppelbereifung bei diesem schönen Mähdrescher, der sieht auch richtig schick aus, muss ich sagen, mega geil, mir gefällt es immer mehr und ich kann es kaum noch erwarten, endlich den LS19 zu spielen. Ich habe ihn übrigens immer noch nicht vorbestellt, aber das werden wir schon irgendwann die Tage jetzt machen. Und hier haben wir natürlich das Gegenstück vorne als Schneidwerk dran für Sonnenblumen und Mais an dieser Stelle, mega cool, mit 9 Meter Arbeitsbreite für 57.000 Euro, passt. Finde ich auch sehr gut zu diesem Mähdrescher. Da dürfen wir natürlich auch, logische Schlussfolgerung meiner Seite aus. Wir haben große und kleine Schneidwerke passend dazu, zu diesem ganzen Setup, was es hier gibt. Ne? Ja, kommen wir mal zu einem schönen Datenblatt. Und zwar haben wir hier den Fendt 1000 Vario. Wir wissen ja schon, dass der Fendt 1050 auf jeden Fall drin sein wird. Hier haben wir die Ausführung 1000 Vario. 329.000 Euro kostet das Teil, haben schöne PS-Leistung, mit 800 Liter Diesel fast das Ding und fährt ja immerhin 60 km/h. Wir können hier auch die Reifen wählen, wir können die Hersteller wählen, wir können Maschinen wählen, also die Motorisierung wählen. Mega cool, ich habe jetzt letztens an der Stelle mal kurz eingeworfen, nicht den Trailer zum Fendt 1050 rausgebracht, weil ja erstens nicht wirklich viel Zeit dafür gehabt und zweitens fand ich es jetzt nicht so aufregend, und nicht so überraschend, dass der mit drin ist. Komme ich später nach dem weiteren Factsheets dazu, warum ich das nicht so überraschend finde. Wir haben hier die Standardbereifung, wir haben hier Radgewichte, die wir nehmen können, Breitreifen, die wir nehmen können, Breitreifen mit Radgewichten und Doppelbereifung, so wie es auf dem Bild auch zu sehen ist. Passend dazu haben wir mal von der Firma Lemkin den Giant 12S 1600 dabei für 121.000 Euro. Mit 16 Meter Arbeitsbreite, das ist mal eine richtig ordentliche Arbeitsbreite, wie ich finde. Und dementsprechend brauchen wir natürlich auch 294 kW, also ordentlich Motorisierung. Der kleine Fendt mit 291 kW, wie wir oben abgebildet sehen, würde dafür schon gar nicht mehr ausreichen. Also da brauchen wir ordentlich Zugleistung. Ja, kommen wir gleich mal zu einer kleinen Überraschung an den Datenblättern. Finde ich mega cool. Ich habe es nur kurz überflogen. Ich weiß noch nicht genau, was drinstehen wird. Wir schauen uns aber jetzt genau an. Und zwar haben wir Ropa mit dabei, Leute. Wow, wen überrascht es? Mich an dieser Stelle übrigens auch wieder nicht, dass Ropa mit dabei sein wird.
Komme ich aber gleich zu, warum. Und zwar haben wir hier den Panther 2 abgebildet für 375.000 Euro, 30.000 Liter Fassungsvermögen. Schön für Rübenernte. Mega cool. Dazu passend der RR 6x45 für 54.000 Euro mit 2,7 Meter Arbeitsbreite. Und ja, können hier das Design ändern in Rish V oder Rimsch V. Mega cool auf jeden Fall. Wir haben aber noch ein weiteres Bild. Und zwar auch von Roper. Ich habe gespoilert, ich weiß, tut mir leid. Und zwar ist das der Tiger 6XL für 500.000 fast, also 499.000 Euro mit 43.000 Liter. Also da passt ein bisschen mehr rein, auch ein Rübenernter an dieser Stelle, wohlgemerkt. Mit dem RRXL 9x45 mit 4 Meter Arbeitsbreite für 79.000 Euro. So, und jetzt komme ich dazu, warum mich das jetzt nicht überrascht hat, dass diese Geschichten hier mit drin sind. Und zwar denke ich mir einfach so, die Teile, das Roper DLC aus dem LS17, mega geil angekommen bei der Community. Mega geil, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, ob es da noch andere Geschichten gibt, ne? Hier die schöne Maus und so weiter. Wir lassen uns mal überraschen, Leute. Es gibt ja bestimmt noch mal ein Factsheet nächste Woche Freitag. Vielleicht ist da was bei, man weiß es nicht. Ich könnte es mir aber durchaus vorstellen. So, aber wieder zurückzukommen, ich finde es mega geil, dass die Dinger mit drin sind, weil sie sind im LS17 sehr geil angekommen, sie wurden angenommen. Genauso auch der Fan 1050 ist mega geil angekommen und ich denke mir so, Giants hat sich bestimmt auch so gedacht, alter Schwede, die sind richtig geil angekommen, warum sollen wir das im LS19 nicht einfach von Anfang an mit drin haben? Wenn das so geil ankommt bei der ganzen Spiel-Community da draußen auf dieser Welt, sollten wir vielleicht drüber nachdenken, dass wir so eine Sachen einfach, diese Maschinen vor allen Dingen, einfach von Anfang an mit dabei haben. Und ja, siehe da, sie sind mit drin, Leute. Und ich finde es mega geil, ich finde es mega cool. Weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, es sind coole Maschinen, es sind coole Geräte, der Fan 1050 alleine und natürlich auch die Europa-Maschinen. Mega geil. Ja, wenn es euch gefallen hat an dieser Stelle, lasst gerne wieder eine Bewertung da, teilt es mit euren Freunden und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns einfach in neuer Frische in einem neuen Livestream demnächst wieder. Ich freue mich auf euch, ich bin raus, tschö mit Ö, euer Kumana Keule.